Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Freuen Sie sich mit uns, Wolf Fuß und Frank Buschmann, auf packende 90 Minuten. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Bei Ihnen sehen wir heute ein 4-3-3. Es wird also viel über die Flügel gehen. Cristiano Ronaldo gegen Gonzalo Higuain. Was erwartest du dir von diesem Duell? Cristiano Ronaldo ist zurzeit fast unaufhaltsam, hat ja 4 Tore in den letzten 3 Partien erzielt. Kurz auch zu den Werten von Gonzalo Higuain. Der hat im letzten Spiel einen Dreierpack geschafft. Da war er gut drauf. Jorginho. Jorginho. Nun Higuain am Ball. Hamsik. Ramos geht da drauf. Das war einfach. Er holt sich die Flanke. Koulibaly. Reyna. Kisai. Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Das wird noch mal Einwurf geben. Ball bei Higuain. Jetzt wird's gefährlich. Kommt jetzt die Flanke rein. Der Ball kommt. Es geht weiter mit einem Abstoß. Higuain. Alan. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Keine gute Flanke, einfach zu halten. Cristiano Ronaldo. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Starke Flanke. Kompromisslos geht er dahin. Sehr gut. Goulam. Alan. Higuain. Und jetzt Toni Kroos. Rodriguez. Jetzt Cristiano Ronaldo. Da kommt der Schuss. Und den kann er nicht halten, obwohl er noch dran war. Das macht er ganz cool. Wo andere vielleicht die Brechstange auspacken, löst er das mit seiner brillanten Technik. Und er macht es genau so, wie man es von ihm erwartet. Real Madrid hier also mit der Führung. Alan. Benzema. Der Ball kommt gut. Er holt sich die Flanke. Gut gemacht. Nun Insigne. Das war nicht gut vom Abwehrspieler. Gut gemacht da draußen. Starker Einsatz. Da holt er sich den Ball doch noch. Modric. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Mit Abstoß geht's weiter. Er stand gut und pfeift Freistoß wegen Handspiel. Bale.
stark gemacht, das könnte was werden. James Rodriguez und er trifft. Da macht der Torhüter gar nichts, der Ball schlägt direkt unter der Latte ein. Da gab es wirklich nichts zu halten. Jetzt steht es 2:0, das dürfte ihnen Ruhe geben. Scheinbar alles im Griff, 2:0 zur Pause. Der Ball rollt wieder, Real Madrid mit der Führung und da kommt der Pfiff, Freistoß. Das ist korrekt, es gibt Gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Jetzt Sergio Ramos. Gut gehalten. Da springt ihm der Ball in die Hand. Freistoß. Das war einfach. Und er hat den Ball. Isai. Und direkt zurückgespielt. José Caichon. Jorginho. Jetzt Raúl Albiol. Tolle Flanke. Die Flanke geht in Richtung Higuain. Oh, da kam die Flanke rein, aber es ist keiner da. Bale. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Da geht er hin und faustet den Ball weg. José Caichón. Koulibaly. Alan. Hamšík. Goulam. Cristiano Ronaldo. Den Eckstoß tritt Toni Kroos. Gute Aktion vom Torhüter. Isai. Gefährliche Flanke. Da fängt er die Flanke ab. Die Flanke auf Benzema. Stark vom Abwehrspieler. Er kommt als erster an den Ball. Das wäre beinahe ein Eckball gewesen. Aber so gibt es Einwurf. David Lopez. Die Gäste werden wechseln. Und nun Marcelo. José Caichón. Jetzt wieder Real. Jetzt Marcelo. Muss Einwurf geben. Und Raúl Albiol. Isai. Wir schauen auf die Uhr. 5 Minuten sind es hier noch. Das könnte gefährlich werden. Geht er rein? Was für eine enge Kiste. Da entscheidet er auf Foul. Es gibt Freistoß.
Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Kann man mal versuchen aus der Entfernung, aber ist natürlich schwer von dort zu treffen. Er ist eigentlich ein guter Versuch, aber am Ende, ja, bin ich bei dir, ist das zu weit. Die Schlussphase dieser Partie und die Fans von Real Madrid, sie singen. Sie haben keinen Zweifel mehr am Sieg ihrer Mannschaft. Und ich teile diesen Optimismus. Das Team spielt heute extrem souverän. Es gibt ein... Das Spiel ist zu Ende. Man freut sich über jeden Sieg, auch in einem...